Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Minecraft in der Wii U Version. Beim letzten Mal, meine lieben Freunde und Kinderchens, sind wir hier in einer sehr großen Höhle angekommen und die ist wirklich groß. Wenn ich das sage, dann meine ich das auch so. Ich meine, guckt euch mal diese vielen Wege an. Da geht's runter, da geht's runter, da geht's hin. Dann geht's da noch irgendwo lang. Also wir haben hier richtig viel Chancen auf eine Menge Ressourcen und ich würde sagen, wir labern nicht viel rum, wir sammeln weiter. Sind nämlich hier mehr oder weniger auf der Suche nach einer Menge Eisenerz. Ich habe ja gesagt, dass ich hier mit mindestens 30 Eisenerzblöcken rausgehen will und ich würde sagen, ja, ich bleibe bei dem Angebot und ich bleibe dabei, aber wenn es mehr wird, wäre das ja auch nicht zu verachten, ne? Ach, hi, hast dich verlaufen? Ja, was denn? Tschüss. War nicht böse gemeint. Ich glaube, ich weiß übrigens, warum ich beim letzten Mal diese ganzen Werkzeuge verloren habe. Ich habe auf B gedrückt und mit B wirfst du die weg. Ich habe darauf nicht geachtet. Ich habe also quasi irgendwie blind auf B gedrückt. Ich Idiot. Ah, und habe damit alles weggeschmissen. Toll, ne? Schön. Ja, dachte ich mir. Ach du. Boah, geht's da runter. Alter. Alter Falter. Wow. Das ist knackig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auf jeden Fall nicht zu verachten mit der Höhe, ne? Ich hätte jetzt auch schon ein bisschen Angst. Oh. Aber ist egal. Nein. Nicht du. Wir sollten von ihm fernbleiben, weil, naja. Wie soll ich euch das jetzt am besten sagen, ohne dass er anfängt zu weinen? Ja, hm. Ist ganz komisch. Nun ja. Der hat im letzten Part geschossen. Wie kann er sich bitte... Ich frag nicht weiter, ne? Ist okay. So, lass uns mal hier runtergehen. Oh, ich höre Lava. Die von hier kommt. Oh, dieser Fluss, dieser Wasserfall, dieser Lava-Wasserfall oder Lavafall? Wie sagt man das am besten, ohne das falsch auszudrücken? Ich würde sagen Lavafall, ne? Ich denke, so kann man es auf den Punkt treffen. So, wo geht's hier lang? Sag mal an. Ah, ich höre ein Skelett. Ich sehe Kohle. Meine Schwäche zu der Kohle ist zu groß, als dass ich mich um den Skelettkrieger kümmern kann. Es tut mir leid. Übrigens, wenn hier überall Lava in der Nähe ist, sollten wir sehr krass darauf achten, dass wir nicht in einen Lavafluss reinbauen, weil ansonsten kann die Lava dann hier runtersegeln und das bemerken wir zu spät. Jedenfalls ist das bei mir so. Und dann, ja, verbrenne ich. Weil es ist nicht empfehlenswert, irgendwie in die Lava zu fallen. Auf keinen Fall. Weil es halt durchaus passieren kann, dass wenn ihr in die Lava fallt, alles schmilzt. Ist auch logisch, weil wenn ihr irgendwas in die Lava wirft, dann kommt das auch hin. Ne? Ich meine, die Lava... Lalala. Die Lalala. Lava hat logischerweise eine sehr hohe Temperatur. Logisch. Sollte klar sein, ne? Ich glaube, ich erzähle euch damit nichts Neues. Aber... Die ist so heiß, dass sie alles niederschmilzt. Alles. Darauf sollten wir achten, dass wir das nicht so weit kommen lassen. So, da ich ja diese ganze Kohlenressource mitnehmen möchte, ohne groß runterspringen zu müssen, mache ich mir da erstmal so ein bisschen Erde hin, ne? Ich meine, dazu haben wir die ja auch aufgesammelt zum Teil. Wir sollten uns aber auch nicht zu tief bauen, weil... Ja, wenn irgendwas passiert und ich bin nicht gesichert, dann war es das, ne? Deswegen sollte man ja auch ruhig ein paar Kisten aufstellen. Und ein paar sichere Zonen, damit man quasi vor Zombies und so geschützt ist. Ich finde es ja schon gut, dass wir hier überhaupt keine Creeper bisher gesehen haben. Obwohl, im letzten Part, ne? Stimmt. Ja, im letzten Part haben wir einen Creeper gesehen, der geschmolzen ist in der Lava. Armes Ding. Aber so ist das nun mal. Ne? Selber schuld. So, ihr seht, man kann sogar auch schwimmen hier in diesem Spiel. Ist cool, ne? Hab ich mir gedenkt. Das ist eine knackige Sache. So, ich will aber trotzdem hoch. Superman! Na, lass mich da drauf. Lässt du mich? Lässt du mich drauf? Bist du freundlich?
Dankeschön. Aus dem Grunde hier. Es war eher intuitiv und ich habe gar nicht gewusst, dass da Eisen ist, aber ist okay. Gönnt mir den Triumph. Oh, okay, und der erste Zombie. Ich bin weg. Beziehungsweise, wenn er kommt, soll er doch kommen. Ich bin gewappnet. So. Gut, wir sind safe soweit. Wir können alles sehen. So muss das sein. Ich bin auch mal gespannt, wie viel Eisenerz wir jetzt haben. Wir haben insgesamt 33. Oh, das ist gut. Das hört sich nach gar nicht mal so wenig an. Für den Anfang ist das mehr als zufriedenstellend. Ne, besonders, ich bin ja jemand, ich backe kleine Brötchen. Ne, ich bin jetzt auch nicht so gierig und sag mir, oh, ich will jetzt Diamanten haben. Diamanten, los, im ersten Run. Ah! Ich meine, wenn wir hier gleich Diamanten sehen werden, wäre das cool. Ja, aber andererseits, ich kann die sowieso noch nicht abbauen, weil dazu braucht man Eisenspitzhacken, Kinders. Yay, Level 15. Ne, dazu braucht man ganz einfach Eisenspitzhacken und, naja, Kinders. Die haben wir noch nicht. Wir haben zwar Eisenerz, aber das Eisenerz muss ja noch verarbeitet werden im Ofen. Es muss ja quasi gebrannt werden. Muss erstmal geschmolzen werden, damit wir quasi das Stein vom Eisenerz entfernen. Also quasi, ne, ihr wisst Bescheid. Oh. Kriperus Sekatina, Atina, Gozaimas. Und deswegen müssen wir es erstmal einschmelzen, ne? Sonst gehen so langsam die Fackeln aus, ne? Aber ich sag's mal so. Es ist gut, dass wir hier überall die Fackeln aufstellen, ne? Aus dem Grunde, damit wir auch schon wissen, wo wir überall waren und wo noch nicht. Wisst Bescheid. So. Gold! Jetzt ist die Frage, kann man Gold damit abbauen? Nein. Aufgrund der Abbauzeit würde ich sagen, kann man nicht. Aber cool. Ich habe Gold gehortet. Sehr schön. Wobei man sagen muss, dass Gold in diesem Spiel etwas... Ja. Wie soll man das jetzt am besten sagen? Normalerweise ist Gold ja ein richtig, richtig seltener Stoff. Richtig hochwertiger Stoff und so. Ist es hier zwar auch so gesehen, weil man kann mit Gold hier auch eine Menge machen. Besonders mit Minecarts, glaube ich. Aber ansonsten sind Goldschwerter ziemlich, ziemlich, naja, unbrauchbar und nutzlos, ne? Goldschwerter gehen sehr schnell kaputt. Ich würde sogar sagen, die gehen schneller kaputt als Holzschwerter. Und ich glaube, die machen, ja, über den Schaden bin ich mir gar nicht so bewusst. Ist mir gar nicht bewusst, was für einen Schaden die machen und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, ich meine, wenn Goldschwerter und Goldspitzhacken und sonst was sehr schnell zu Bruch gehen, wahrscheinlich weil Gold ein weicher Stoff ist oder sonst was, was eigentlich gar nicht so ist, oder? Ne? Da muss man sagen, dass Gold eigentlich in diesem Spiel nicht so viel wert ist wie im echten Leben, ne? Aber es ist ja auch Minecraft. Es hat ja sein eigenes Style. Es muss ja nicht alles aus der Erdenlogik übernehmen. Von daher gesehen, heulen wir hier nicht so ganz rum. Ne, wisst Bescheid. Ja. Aber krass, was das für eine Kohleader war, ne? Heftiger Auto. Schön. Tja, Alter. Enorm viel Kohle. Das brauchen wir. Enorm wichtig, Alter. Ah, ich höre ein Skelett. Kriege ich hier Spinnen? Es geht weiter runter. Wie es einfach mal weiter runter geht, ne? Und normalerweise ist Erde auch ein Anzeichen dafür, dass man sich irgendwo hochbauen kann. Oder? Erde wächst Richtung Zivilisation. Habe ich das richtig so interpretiert? Naja, fast, ne? Ist zwar überall noch Stein, aber passt schon. So, wo geht's denn hier lang? Kommt hier der Ursprung allen Übels? Nein, hier ist eine Sackgasse. Werden wir auch noch sehr oft haben, dass wir in Sackgassen gehen, ne?
Aber so Holz-Dungeons, Alter, ne? Scheiße. Von wo kam das? Von wo kam das? Ganz ehrlich. Hallo? Ey, hallo, von wo kam das? Verarschen? Natürlich, weißt du, so ganz random Schüsse. Als würden die durch die Wand gehen, oder was? Wobei. Ha! Diese Höhle, ja? Sie fickt meine Theorien. Oh oh. Sie zeigt immer wieder, wie man sich täuschen kann. Da denkt man gerade, okay, hier geht's nur runter und dann geht's auch noch weiter hoch. Also bei allem Respekt. Yes! Haben wir einen Bogen bekommen? Nö, ne? Ah, macht ja auch nichts. Ne, bei allem Respekt. Da denkt man, es wäre schon vorbei mit allem, ne? Und man geht quasi hier nur runter. Geht's ja auch noch hoch. Sicher doch. Klar, nimm Platz. Setz dich, Spiel. Fick ruhig meine Theorie. Gut, damit wir da nicht weiter runterfallen. Ihr wisst Bescheid. Aber ich denke, hier kann man sich definitiv hochbauen. Und ich glaube, hier sind wir nahe einem Ausgang. Kurz geschaut. Nein. Okay, Spiel. Fick ruhig weiterhin meine Theorien. Alles gut. Passt schon. Södelö. Ich würde sagen, so von Kohle haben wir jetzt schon mehr als genug, ne? Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr aufsammeln. Also jedenfalls jetzt nicht, ne? Für spätere Phasen definitiv ja. Aber jetzt so würde ich sagen, so nein, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, Dicker. Ist gar nicht notwendig, so. Ne? Aber man kann ja auch nie genug davon haben. So ist es auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, so in diesem Part verlassen wir auch die Höhle. Gleich, wie viel wir von Eisen und so aufgesammelt haben, weil ich will zurück. Ich will das alles gerne in trockenen Tüchern haben, speichern, in Chests verstauen. Damit wir hier quasi... Fuck. Ohne Gefahr... rausgehen können. Puh, der war unscheinbar. Aber okay, ist in Ordnung. Ich überlebe's schon. Habe ich gerade eben irgendwo so dieses Lava-Ploppen gehört? Nee, oder? Ah, aber gucken, was wir hier haben. Morgen! Na? Alles fit? Bei euch? Ich hoffe, ihr seid da nicht so alleine, ne? Komm, wisst ihr was? Ihr seid da so einsam. Ich nehme euch mal mit auf eine große Reise. Ihr habt nämlich die große Ehre, für mich brauchbar zu sein. Ich mache euch zu Schwertern. Na, wie klingt das? Moment mal, von Eisenspitzhacke habe ich gar kein Wort gesagt. Wie kommt ihr auf solche Ideen? Oh. Ihr habt sie doch auch nicht mehr. Oh. Ihr habt sie nicht mehr alle. Da geht's ja auch noch hoch, Alter. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt den Heimweg an. Weil wir haben jetzt insgesamt 43 Eisen. Das ist in Ordnung. Besonders in unserer Heimgegend gibt's ja auch noch wahrscheinlich an irgendwelchen Wänden Eisen und... Okay. Fick meine Theorien, dann nehme ich dich auch noch mit. Ich nehme euch noch mit. Dann soll es das aber auch gewesen sein. Also bitte fallt nicht in allzu großen Mengen aus. Und bitte... Oh, natürlich. Das war klar, dass es dort jetzt runtergehen wird. Wisst ihr was? Dann ist das halt so. Baue ich mich eben runter. Und wir schwimmen hoch. Nein! Ich öffne immer ganz aus Versehen das Inventar. So bitter. Ja, komm, jetzt geh da hoch. Los. Hallo. Schnellschwimmen geht nicht, oder? Ich denke nicht. So, jetzt ist die Frage, ist das da oben Gold oder ist das Eisen? Ich würde sagen, es ist Eisen. Gold ist dafür viel zu... Das ist viel zu... Ja, das ist viel zu...
Ich wollte gerade sagen, bitter. Bitter ist es auch, dass es kein Gold ist, aber es ist viel zu blass. Ne? Eisen, komm nochmal in 10 Jahren wieder, wenn du von der Sonnenbank zurückgekehrt bist, dann können wir nochmal darüber reden, ob du jetzt Gold bist oder nicht. Ne, Eisen, weißt du Bescheid. So, jetzt will ich aber wieder hoch. Und jetzt ist die Kacke am Dampfen. Weil jetzt weiß ich gar nicht mehr so genau, welchen Weg ich gehen muss, um hochzukommen. Das ist das Problem jetzt daran. Weil hier war ich ja definitiv nicht. Hier war ich nicht. Definitiv nein. Aber ich meine, solange hier auch nichts Gefährliches ist, nehme ich das gerne in Kauf. Ja. Ich denke, hier war ich, weil hier ist ja auch irgendwie. Puh. Pilze! Pilze, meine lieben Freunde, kann ich jetzt sorgen dafür, dass es hier ausgeleuchtet ist. Ich weiß auch nicht, was das für einen Sinn hat, aber Pilze leuchten Wege aus. Ich verstehe es nicht, aber es ist in diesem Spiel so. Gewöhnt euch dran. Pilze sorgen für Licht. Das heißt, wenn ihr irgendwann keine Fackeln habt, nehmt euch Pilze mit. Ihr wisst Bescheid. Ich denke, das sollte alles gewesen sein. Ah, ich höre Zivilisation. Ich höre Schafe. Ich würde sagen, hier bauen wir uns hoch. Komm schon, das ist okay. Es darf quasi nur kein Leid über mich ergehen. Leid im Sinne von Sand oder sonst was. Ja, wir sind draußen. Super. So. Damit wir aber auch bald hier weitermachen können an dieser Stelle, würde ich sagen, bauen wir uns treppenmäßig wieder hoch. Ihr wisst Bescheid. Das ist das Praktischste von allen. Und dann können wir im nächsten Part schon den Umzug planen. Nach DK Island. Schön. Jetzt ist die Frage. Wo bin ich? Schaut mal, wo wir sind. Wo sind wir? Ich sehe den Berg nicht. Da hinten ist er doch, oder? Ist das der Berg? Lass es bitte der Berg sein. Es muss der Berg sein. Was ist denn das da hinten? Was ist denn das da hinten? Ist das eine Hexe? Ein Bewohner? Das ist ein Zauberer! Ey, seit wann gibt's die denn? Hi? Was? Was machst du da? Bewirft er mich mit EP oder was? Oder haben wir gerade echt krasses Luck? Nein! 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 Was ist das? Wieso? Was haben wir? Was ist das? Was? Nein. Magie? Durch eine Hexe? Ist das dein Ernst? Willst du mich verarschen? Das war eine Hexe? Drecksvieh. Ich dachte irgendwie, diese gelben Herzen würden irgendwie für Gold stehen oder sowas. Was war das? Totaler Bockmist. Nein, ich hoffe jetzt nicht, dass alles despawnt, ne? Das wäre sowas von Kacke. Leute, tut mir leid, ich habe nicht gesehen, dass es eine Hexe ist. Die sah mir aus wie ein Villager, wie ein Bewohner. Aber es war eine scheiß Hexe. Ich habe ja erstmal gesagt, okay, zwei Creeper, okay. Ich dachte erstmal so, okay, das sieht aus wie ein Zauberer und der ist irgendwie friedlich gesinnt, aber nein, war er nicht. So, jetzt ist die Frage, wo waren meine Sachen? Wo sind die? Oh mein Gott. Jetzt ist die Frage, wo ist die scheiß Hexe? Ich will ihr den Arsch versohlen. Komm ran, ey. Nein, nein! Der Creeper, wenn der hier explodiert, gehen, glaube ich, auch die ganzen Sachen kaputt. Ich glaube, ich habe irgendwie gedacht, die scheiß Hexe bewirft uns irgendwie mit Erfahrungspunkten oder so. Aber nein! Das war ein scheiß Magiezauber. Drecksvieh. So, komm, wo ist hier alles? Ich glaube nämlich nicht, dass wir hier alles aufgehoben haben. Vielleicht doch. Komm schon. Komm schon. Ach komm. Hier, Crafting Table. Super. Ah, schön, ey. Ich würde sagen, wir bekämpfen erstmal die ganzen Creeper, dann ist nämlich diese Gefahr gebannt. Aber jetzt ist die Frage, ne? Wo ist die Scheißhexe hin? Hat die sich weggehext? Nein! Andererseits ist es gar nicht mal so schlecht. Einige Setzlinge, mit denen wir Brot machen können.
Wurde mir auch in die Kommentare geschrieben. Dankeschön, aber das wusste ich schon vorher, dass man damit Brot machen kann, wenn man das nah am Wasser baut. Und ja, das werden wir auch tun. Wir werden auch eine Brotfabrik bauen. Ich, komm schon. Da müssen wir aber auch jetzt eigentlich alles haben, ne? Soweit. Dürfte, wir haben, ja, wir dürften alles haben. Fleisch haben wir noch. Eisenerz haben wir mehr als genug. So. Nur halt, wo ist die Hexe hin, ey? Wo ist dieses Scheißvieh? Ich werde nicht ruhen, bis ich sie gefunden habe. Ohne Witz. Nee, aber das hat mich verwirrt. Also die Minecraft-Version von vor 2 Jahren. Bei denen gab es doch gar keine Hexen. Und jetzt meine Frage an euch. Wie selten spawnen die hier bitte? Es ist, glaube ich, jetzt die 3. Nacht. Und ich sehe sie gerade zum ersten Mal. Sie taucht doch wohl nicht mehr auf. Naja, dann ist sie auch irgendwie gut, ne? So, meine lieben Freunde und Kinderchen, das Erste, was wir machen, wir gehen hoch auf den Berg. Wir gehen da jetzt hoch. Aus dem Grunde, weil wir uns dort dann eine Chest hinstellen. In der Chest platzieren wir die schon die ersten Sachen. Weg mit dir. Schmock. Schmock. Weg. Dankeschön. So, der Berg müsste da sein. Das müsste der DK-Berg sein. Das war ja der... Nein. Nein. Das müsste ja der linke Berg von beiden gewesen sein. Da hinten ist ja auch noch ein Berg. Aber ich glaube, es war der hier. Und fuck, Alter. Sieht das krass aus. Heftig. Viel zu krass. So. Es ist die Frage, wo wollen wir das Haus bauen? Weil hier sind so viele unebene Stellen, da muss ich eben das alles mit Erde, mit dem Stück Erde, was ich schon besitze, ausbauen. Aus und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Ja, und dann sollte es das gewesen sein. Wobei, das war doch DK. Das muss doch DK Island gewesen sein. Ja. Ich war auf dem falschen Berg. Passt schon. Alles okay. Auch eine Randome kann sich irren. Ich hoffe, das wisst ihr. Du siehst uns nicht, du siehst uns nicht, du siehst uns nicht. Na, na. Na, 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 na. So, nach der ganzen Hektik im Dungeon würde ich sagen, können wir jetzt wieder seelenberuhigt chillen. Seelenberuhigt uns einen chilligen machen. Und hier oben mit dem Bau des Hauses beginnen, Alter. So, da ist die Frage. Ich möchte die KI natürlich so wenig wie möglich kaputt machen. Aber das hier werde ich jetzt erstmal aushöhlen. Und eben machen. Oh. Wir spawnen direkt unter einer Wasserquelle. Das ist gut. Da können wir quasi im Keller eine Bäckerei machen, wo wir quasi das Brot anbauen. Ist eine krasse Idee, oder? Ey, ich liebe diese Welt. Ich liebe diese Welt. Randomir, Alter. Beste. Beste Welt in der Welt. Alter Falter. Ich denke, im nächsten Part, wo wir dann quasi dieses Haus hier bauen werden, hoch und runter laufen werden, werden wir über einige knackige Themen reden, wie zum Beispiel Cube Life, Island Survival und Minecraft, das Battle. Ne? Ich denke, damit kann man den Part auf jeden Fall im nächsten Part starten. Mit diesem knackigen Thema. Und, ja. Na, na. Bleib zu. Nein! Bist du dumm oder so? Ich hab dich ausgewählt. Ich hab die Erde ausgewählt und nicht das Eisenerz. Verdammt nochmal. Alter, aber wie viel die Steinschaufel eigentlich abbauen kann, ne? Sagte er, während sie kaputt geht. Fick meine Theorie, danke. Ja, aber die hat echt lang durchgehalten, ne? Muss man auch mal ganz klar so sagen. Ich würde sagen, das bauen wir auch noch eben. Das soll es jetzt auch gewesen sein, dann höhlen wir noch ein paar Stellen aus, bauen ein paar Löcher zu, dann war's das auch. Dann bauen wir hier unsere Bude im nächsten Part. Oh, das wird so cool, ich sag's euch, ne?
Und dann geht das ganze Gebilde mit unserem Haus los. Mit der Gegend los. Dann werden wir das alles hier richtig ausschmücken, sage ich euch. Bevor es dann wieder in die nächste Höhle geht. Ich meine, noch haben wir mehr als genug Ressourcen, um quasi zu sagen, okay, wir können seelenberuhigt ein Haus bauen, ohne dass uns die Ressourcen ausgehen. Wobei wir, glaube ich, ein bisschen Holz sammeln müssten. Holz müssen wir, glaube ich, noch sammeln. Aber ansonsten haben wir alles. Das wird super, ich sag's euch. Da, Leute, wir haben hier noch eine große Zeit für uns. Wir haben noch hier eine wunderschöne Zeit für uns. Das sag ich euch. Das baue ich auch noch zu. Das sieht mir nämlich ein bisschen ungesund aus, müsst ihr wissen, ja. Ja. Wo wir schon mal dabei sind, machen wir das auch noch. Komm. Ich würde sagen, hier, das höhlen wir auch noch so weit aus, aber ansonsten... Fuck, ey, jetzt bloß nicht hier runterfallen, ey. Schon schade um die Erfahrungspunkte, ne? Wir hatten sehr viel. Dann kam diese scheiß Hexe. Von der ich dachte, es sei ein friedlicher Bewohner, der uns irgendwie mit Erfahrungspunkte-Tränken beschmeißt. Deswegen habe ich auch gesagt, so, ey, hat der uns gerade mit Erfahrungspunkten beworfen? Was gibt dir diese Erfahrungspunkte-Flaschen, ne? Ich dachte, damit hätte er uns beworfen, aber das war nicht so. Es war ein bisschen dumm von meiner Seite aus, das muss ich sagen. Ihr wisst Bescheid. So, noch. Ein 64er Erde und zwei 64er Erde. Und ein 34er noch. Krass. Ich würde sagen, das lasse ich dann so. Das bauen wir dann später erst aus. Ich möchte jetzt aber auch nicht alles machen, ne? Ich mag es übrigens auch gar nicht, wenn das dann so mit einer Lücke versehen ist. Ich möchte schon alles gefüllt haben. Seid ihr auch so, Leute, oder seid ihr so drauf, dass ihr sagt, okay, nö. Ich mach's nur optisch so. Ich mach's auf Optik und nicht auf das Vollständige. Da muss auch noch einer hin. Für die Ästhetik. Oh ja. Gut. Dann hätten wir hier soweit alles. Sieht schon viel ebener aus als vorher. Bauen das auch noch zu. Auch wenn da unten Wasser ist, aber das, naja, passt schon. Ich würde sagen, wir bauen das doch sowieso erst auf zwei Ebenen Holz. Ne, damit wir quasi nicht direkt unter der Erde sind. Ihr wisst Bescheid. So, dazu, meine lieben Freunde, jetzt müssen wir aber wahrscheinlich in den Dschungel gehen und ein bisschen Holz sammeln. Aber davor wollte ich noch das verdammte Crafting Table aufstellen. Scheiße. Es geht die Nahrung aus. Ich würde sagen, dafür nehme ich Rotten Flesh, das passt schon. Ja, natürlich regnet es jetzt. Es kann ja nicht mehr schlimmer kommen, ne? Danke! Hey! Was soll das? So, das Ding ist nämlich, Rotten Flesh. Ich weiß nicht genau, wofür es steht. Es ist quasi von den Zombies, das Fleisch. Es heilt uns zwar auch, aber ich denke irgendwie, dass das Rotten Flesh irgendwie schneller leer geht oder so. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht genau. So, wir machen uns direkt mal zwei Truhen und stellen die uns erstmal zum Anfang hier hin und packen dann alles rein. Also von Sand bis zu den Äpfeln. Alles. Ja, aber das Holz, das lassen wir auch mal da drin, ne? Passt schon. Wir brauchen hiervon ja sowieso nicht viel. Und außerdem brauchen wir sowieso Platz. Für alles Weitere. Was wir unten haben. Wir haben unten nämlich auch noch ein paar knackige Dinge, ne? Den Ofen, der ist auch schwer, müsst ihr verstehen, ne? Das ist ein schwerer Ofen, du. Nee. Das Holz lassen wir hier. Fackeln tun wir auch so weit rein. Das passt. Flower Power in the Kitchen und in the Chest. You know Bescheid. Das Spinnenei auch. Das Weizen. Die Weizensamen brauchen wir auch definitiv für. Ihr wisst Bescheid. Für Brot. Und deswegen sollten wir uns auch sehr, sehr krass auf die Suche nach solchen Samen begeben. Damit wir quasi jedes Mal aufs Neue Brot machen können.
Nur ich glaube, das mit dem Brot ist ein bisschen unlogisch gemacht. Ich glaube, du brauchst für eine Brotherstellung gar keinen Ofen, sondern du brauchst dafür nur das Crafting Table. Ungebackenes Brot. Ja, das ergibt Sinn, ne? Ich merk's. Ja, ansonsten würde ich sagen, hätten wir alles. Warte mal, unsere Holzspitzhacken sind weg. Für die Bäume. Die sind weg. Wieso auch immer, aber sie sind weg. Alles klar. Props an dich. Ja, macht nichts. Dann nehme ich halt Pflastersteine und das halt mit. Craften uns dann hier so mehrere von den Holzäxten. Tut mir leid, ich habe das Falsche gesagt. So. 6 sollten reichen. Und dazu, parallel dazu machen wir uns noch wieder ein paar von denen. Ein paar von denen. Von den Feldhacken auf jeden Fall. Von den Steinhacken definitiv, ja, ja. Und noch ein paar Schwerter. Das meiste packen wir aber rein. Weil wir es sowieso nicht brauchen. Ja, ihr wisst Bescheid. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns unten beim nächsten Mal wieder unten beim Haus. Ich beende jetzt den Part. Das soll es für Minecraft gewesen sein. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Seid wieder beim nächsten Mal mit dabei. Dann werden wir über ein knackiges Thema reden. Cube Life versus Minecraft. Bis dahin, meine lieben Freunde und Kinderchens. Macht's gut. Haut rein. Ciao.